Ja, da sind wir auch wieder bei The Amazing Spider-Man 2 und ich frage mich gerade, was das da eigentlich ist. Irgendeine Oscorp-Kiste, was wir damit machen können, keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir jetzt zu Carradines Position. Und das ist jetzt schon eine kleine Ecke, 1100 Meter, aber das ist in dem Spiel eigentlich so gut wie gar nichts. Deswegen mag ich das Spiel eigentlich auch, weil du dann nicht so ewige Wege hast. Und ja, da war gerade eine Comic-Seite, aber die sammle ich jetzt nicht. Auf jeden Fall. Ups, das wollte ich nicht. Auf jeden Fall. Ah, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Sorry. Ah, ich wollte sagen, dass die Wege hier einfach so schnell zu erledigen sind, deswegen ich das Spiel so mag. Es ist nicht so ein Spiel, wo man die Hälfte vom Spiel nur durch die Gegend läuft oder halt sich in dem Fall schwingt, sondern einfach das recht schnell geht. Ja, da ist auch in dem Hinterhof wahrscheinlich. Da unten. Ach, hier um die Ecke. Was, du zählst es? Ich dachte, du traust mir. Sehr lustig. Hey, was ist das? Halt! Komm schon! Zur Seite! Oh Mann! Eine Geißel. Nicht gut. Los, gehen wir! Ich lasse nicht zu, dass du jemanden umbringst. Und ja, da ist eine Geisel im Auto. Spider-Man, bitte! Hilf mir! Halt's Maul, sonst stopf ich's dir! Stopf dir das Maul, verdammt! Ich schwöre, ich bring euch beide um! Ich weiß, Onkel Ben. Die Geisel geht vor. Scheibe weg und raus mit der Geißel. Ab in Sicherheit. Alles gut. Nur aufgewühlt. Holt dir den Irren. Ich muss Carradine einholen. Ich verspreche es, Onkel Ben. Diesmal kommt er nicht davon. Los geht's. Und ja, weiter geht's. Sind wir auch gleich schon wieder da. Er kann nicht weit gekommen sein. Ich muss eine Leiche melden. Tja. Und Dennis Carradine ist tot. Und wir sollen ein Bild vom Symbol des Mörders machen. Wir wissen ja schon, wie die Kamera funktioniert. Genau, was ich gebraucht habe. Wenn ich entdeckt werde, wird es hässlich. Ich muss schneller werden. Neue Audioaufzeichnung. Ich verstehe schon, Doc. Ich weiß, wie das läuft. Ich erzähle Ihnen, dass mich meine Eltern geschlagen oder auf den Kopf geworfen haben. Schreckliche Kindheit. Buh. Klar, sowas gab es auch. Mein Vater hat mich bewusstlos geschlagen. Meine Mutter hat gesoffen. Aber das machen viele durch und enden trotzdem nicht wie ich. Ich sag Ihnen, wie es wirklich war. Als Kind habe ich die Wahrheit gesehen. Das Leben bedeutet gar nichts. Nur der Tod zählt. Ja, mir scheint, der Mörder hat ziemlich einen an der Waffe. Tante May wird das früher oder später erfahren.
Ich will nicht, dass sie alleine ist, wenn es dazu kommt. Gut, wir sollen wohl zu Tante May gehen. Dann machen wir das doch mal. Da komm mal rüber. Und da drüben habe ich eine Comicseite entdeckt und da oben ist auch eine. Ja. Die krall ich mir. Zack. Wo warst du mein ganzes Leben lang? Nummer 1. Und Nummer 2 ist da oben. Ja, Spidey. Bitte einmal nur da hochlaufen. Mehr musst du gar nicht machen. Ich habe Tante May versprochen, dass ich bald zurück bin. Ich sollte mich beeilen. Ja, das mit dem Wandlauf funktioniert nur bedingt. Deswegen probiere ich es jetzt einfach nochmal. Hier, so einer geraden Wand hoch geht es irgendwie besser, wie man so komisch schräg da hochläuft. Ja, auf jeden Fall ist da die nächste Comicseite. Komm zu Papa! Und jetzt gehen wir mal zu Tante May. Ich chill mich erst kurz da oben an den Mast, weil von da kann man dann schön. Mir ist die Straße ausgegangen! Irgendwann begeht niemand mehr Verbrechen und dann weiß ich nichts mehr mit mir anzufangen. Naja, Spidey, da musst du keine Sorgen machen. Es gibt immer irgendwelche, die Verbrechen begehen. Hey, Spidey! Wenn sich jemand mit dir anlegt! Spidey! Und ja, wir fahren jetzt nach Hause mit dem Zug. Der Kerl, der Onkel Ben getötet hat, ist tot. Man könnte meinen, dass mir das Frieden bringt. Das tut es aber nicht. Nicht mal annähernd. Und ja, wir sammeln hier erstmal die Bauteile ein. Und hier haben wir die verschiedenen Anzüge. Den, den wir jetzt anhaben. Und den. Und den, den allerersten. Und ich bleibe natürlich bei dem, weil der jetzt schon Stufe 2 und fast Stufe 3 ist. Und wir sollen mit Tante May reden. Das können wir mal machen. Wir können ja inzwischen auch rennen, dann geht es ein bisschen schneller. Sein letztes Opfer ist Dennis Carradine, verurteilter Mörder und Waffenhändler. Carradine war der Haupttäter der Schießerei in Queens letztes Jahr, der Benjamin Parker zum Opfer fiel. Einige New Yorker, mit denen wir gesprochen haben, begrüßen die Tatsache, dass die Kriminellen von der Straße geholt werden. Hey, da möchte jemand mal richtig aufräumen? Ich hab nichts dagegen! Die Polizei weist jedoch auch auf eine Gefahr für die Allgemeinheit hin. Diese Person ist ein gefährlicher Psychopath. Er geht extrem brutal vor und hinterlässt die Buchstaben CK in Blut als Kennzeichen. Die Tatorte sehen so schrecklich aus,
dass selbst erfahrenste Beamte schockiert sind. Aufgrund der Buchstaben und der Grausamkeit der Verbrechen nennt die Polizei den Mann den Carnage Killer. Sollten Sie über Informationen verfügen, melden Sie sich bitte bei der Polizei. Whitney Chang für das Daily Bugle News Network. Schrecklich. Ach, aber wenigstens ist es nun vorbei. Der Mann, der uns Ben genommen hat, wird niemandem mehr wehtun. Vielleicht finden wir jetzt Frieden. Peter, was ist mit dir? Tante May, es ist nur... Ich bin froh, dass... Ich weiß, das ist falsch. Du bist erleichtert, dass ein böser Mann niemandem mehr wehtun kann. Das ist was anderes. Du bist froh, dass ein Mörder bestraft wurde. Daran ist nichts falsch. Ich weiß. Aber ich... Ein Teil von dir wünscht sich, du hättest ihn bestrafen können. Ja. Das hätte Ben nicht gewollt. Er wollte, dass du hart arbeitest, einen Abschluss machst. Eben alles, was du so gemacht hast. Wo er auch ist, er ist sehr stolz auf dich und ich bin's auch. Ich hatte mir gewünscht, dass diesem Carradine schlimme Dinge geschehen. Das ist völlig normal. Er hat deinen Onkel getötet. Ja, aber... Peter Parker, Schuldgefühle wegen Ben sind schlimm genug. Das wirst du nicht auch noch auf dich nehmen. Wieso soll's deine Schuld sein? Hast du ihn getötet? Nein. Er war ein Verbrecher. Er hatte mit schlimmen Leuten zu tun. Darüber hatte er ganz allein die Kontrolle. Was hättest du schon tun können? Du fühlst dich also besser? Mein Mann ist noch immer tot. Das wird für immer wehtun. Du meintest, wir könnten jetzt vielleicht Frieden finden? Ja. Jetzt, da wir diese Fragen endlich los sind. Wo ist er? Warum finden Sie ihn nicht? Blicken wir jetzt nach vorne. Aber wann werden wir wieder glücklich? Wir werden wieder glücklich, Peter. Ich verspreche es dir. Du hast Whitney Chang gehört. Es gibt Leute, die dem Carnage-Killer danken. Ich kann das irgendwie verstehen. Das ist was anderes, als es gut zu heißen. Du bist ja nicht froh, dass dieser Carnage-Kerl da draußen mordet, oder? Du willst doch auch, dass er von der Straße verschwindet. Ja. Ja, schon. Und das wird er. Tante May, mach das mal lauter. Wir haben soeben von einer Geiselnahme bei Oscorp erfahren. Bewaffnete Männer haben mehrere Mitarbeiter in ihre Gewalt genommen. Oh nein! Überwachungsaufnahmen zufolge ist ihr Anführer der Berufsverbrecher Herman Schulz. Schulz? Was? Gwen, sie macht dort immer noch ihr Praktikum. So spät noch im Büro? Nein, aber ich sollte sicher gehen. Das ist eine gute Idee. Ich war immer der Meinung, ihr hättet euch nie trennen sollen. Warte nicht auf mich. Das tue ich immer. Gut, dann verlassen wir mal unser Haus und machen uns auf den Weg zu Oscorp. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll, wenn er lädt, also sage ich einfach gar nichts, weil, naja. Schulz ist meinetwegen entkommen, wenn er jemanden verletzt. Nein, dieses Mal nicht. Gut. Nein, nicht dahin. Oh nein, ich muss darauf. Ja, kein Ding. Oh Mann, die Leute brauchen Hilfe.
Eine neue Nachricht. Ein Bild vom Oskorp-Schild. Wo ist das Oskorp-Schild? Moment, das schaue ich kurz nach. Ist unten oder ganz oben am Turm? Ach, ganz oben. Gut, dann setze ich mich mal da hoch. Und mach mal ein Foto. Ach, das Oskorp-Schild ist da. Dann noch ein bisschen höher. Ja, da hoch. Dann mache ich das Foto mal von da. Ja, gut, jetzt kann ich hier ein Schild vom Oskorp, ein Bild vom Oskorp-Schild machen. Sollte nur vielleicht da die komische Antenne da weglassen. Das behalte ich dann wohl mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass niemand sonst ein Bild aus diesem Winkel hinkriegt. Und dass Jameson mir dafür nichts als Kleingeld zahlt. Richtig klein. Gut, $1 gibt's dafür mindestens. Schön. Und jetzt müssen wir aber immer noch hoch zum Oskorp Tower. Den Oskorp Tower hoch. Ja. Ja. Eigentlich ja nur vorne auf die Plattform irgendwie. Ja, ich fäll hier gerade ein bisschen rum. Ach komm. Laufe ich erstmal hier rüber. Ich krabbel erstmal hier rüber. Auf die richtige Seite. Und dann kann ich hier den Wandlauf starten. So. Jetzt sieht es doch schon mal besser aus. Oh, juha. Hammer. Russische Gangster. Baum fällt! Russen? Ich hatte Schulz-Leute erwartet. Du bist nur ein kleiner Mann. Ich finde den Akzent von denen so lustig. Ich lasse dich bluten. Oh. Wie viel lebt das Zock? Trümmer bewegen, damit ich reinkomme. Ich muss diese Trümmer beseitigen. Weg damit. Und und Oskorp betreten tun wir aber erst im nächsten Part. Bis dahin, ciao.